Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Damen und Herren da draußen an den heimischen Empfangsgeräten. Zu Ihnen spricht der Bimi und wir sind zurück bei Ultimate Admiral Age of Sail mit der britischen Kampagne. Herrscht über die Wellen. Und wir haben in der letzten Folge zwei Schiffe erobert, die wir jetzt noch vollkommen ausrüsten müssen. Zuerst schauen wir mal, was als nächstes für eine Mission auf uns wartet. Korsika. Im Jahre 1793 entfachte die Seele des korsischen Aufruhrs gegen die französischen Besatzer. Eine offene Rebellion. Der Aufstand der Massen hat die französische Garnison in die befestigten Hafenstädte an der nördlichen Küste getrieben. Die korsischen Freischärler konnten keinen Erfolg gegen die befestigten französischen Stellungen erzielen und baten um unsere Hilfe. Eine Landschlacht. Na also, da brauchen wir doch erstmal die ganz großen Schiffe nicht. Bringt uns 56.300. Wir haben gerade mal 38.000 und wir brauchen also vor allem Infanterie. Was haben wir denn noch alles? Wir haben eh zwei Kanonentrupps, das sollte es soweit hinhauen. Was waren denn das für welche? Einmal mit 8 Pfünder und einmal mit 6 Pfünder. Wollen wir die auch auf 8 Pfünder hochhauen? Mach mal lieber nicht, wir haben nicht so viel Geld. Wir haben allerdings 345 Mann Reserve. Das wäre natürlich eine Überlegung, dass wir die noch in irgendeinen Grenadierstrupp mit reinschmeißen. Wir könnten auch erstmal schauen, was wir hier so für Bonis auswählen können. 50% mehr Munition. Effizienz, Ausdauer, Moral, Effizienz. Effizienz und Munition. Ich schätze, das ist klar. Mehr Munition ist mehr Munition. Ihr selbes Spiel. Wir könnten die 8 Pfünder noch voll machen. Ohne Reserve. Machen wir euch auch nochmal voll. Wir können es uns leisten. Und mit Reserve wäre es sogar nochmal deutlich günstiger. So. Zwei starke Kanonenschiffe dabei. Außerdem, auch der Transport wird voll aufgefüllt. Auch bitte, was das Geld angeht. So. So. Und dann schauen wir weiter. Wir brauchen weitere Grenadiere, würde ich sagen. Mehr Grenadiere sind besser als weniger Grenadiere. Und wir haben hier noch 246 Mann Reserve. So viel passen noch aufs Schiff. So viel nehmen wir auch mit. Und bitte die Moral, den Nahkampf und die Ausdauer. Oder minus Genauigkeit, dafür auch schnelleres Nachladen. Nee. Minus ist niemals gut. Und auch hier plus 10% Nachladedauer. Ist mir eigentlich unlieb. Wir nehmen lieber den Nahkampf, die Ausdauer und die Moral. Selbes Spiel hier. Sag mal, habe ich euch jetzt eigentlich aufgefüllt? Maximal. So. Da waren es noch 89 Mann Reserve. Wo packen wir die noch rein? Einfach so. Hier ist noch nicht voll. Können wir auffüllen. Mit Reserve ist es halb so teuer. Und dafür haben wir nochmal einen vollen Füsilierstrupp. Bitte auf Moral und Effizienz. Danke. 1200 haben wir ausgegeben. Hat sich hoffentlich gelohnt. Nehmen wir den Reservebalken raus. Und schauen, was wir noch so mitnehmen können. Das Schiff ist voll. Das Schiff ist voll. Das Schiff ist... Also voll mit Truppen meine ich. Wir könnten die Infanterietruppen jetzt hier noch aufstocken. Wollen wir das eigentlich machen? Wir nehmen mit, was geht. Komm. Mitnehmen. Mitnehmen. Das war voll mit 10.000. Mit 10.000 nehmen wir vielleicht noch eine Schiffsbesatzung mit und machen die einmal voll. Ja, dabei so, das ist natürlich zu viel, ne? Optimale Besatzung sind 500. Nehmen wir unsere Rogers mit. Und die Jumper. Macht auch maximal so nochmal 415 Männer. Da waren es noch 5.000. Da waren es noch 5.000. Und die Jungs hier sind alle voll. Mehr passt auf das Schiff nicht rauf. Die Gentile. Müsste erst repariert werden. Bin ich gegen. Unity ist voll. Die beiden müssen erst repariert werden. Und das kostet ja fast schon so viel. Na gut, für das Gefecht jetzt können wir eh nichts mehr erforschen, was wir brauchen könnten. Wir könnten höchstens überlegen, ob wir noch was verkaufen möchten. Zum Beispiel hier... Kavallerie, uralte Seeeinsatzmusketen, weg damit.
Ferguson-Büchsen, 46 Stück. Weg damit. Sind wir bei 10.000. Allein das Schiff hier zu reparieren, sind wir schon mit 1.000 weg. 1.700. Komm, das machen wir. Vielleicht kriegen wir noch ein bisschen Infanterie rein, nehmen wir mit. Und dann geht's los. So, den günstigsten, den es gibt, minimalste Besatzung, die geht. Dann kostet das Schiff sogar überhaupt nichts. Und dann nehmen wir nochmal Infanterie mit. Infanterie ist doch nochmal ein Stück günstiger als die Grenadiere. Wir brauchen dafür einen neuen Offizier. Es soll ein ordentliches Infanterietrüppchen werden, deswegen nehmen wir den zweiteuersten. Pierce Eckens. 348 kostet er uns. Er kriegt bitte ordentliche Waffen, die wir noch in der Rüstkammer haben. Da. Chevalerie 1777 mit Bajonett. Macht maximal mit Reservisten, die wir noch haben. Das spart nochmal ein bisschen was. Nicht viel, aber ein bisschen. Und so kommt er mit. Und jetzt schauen wir, ob wir die überhaupt alle mit ins Gefecht nehmen können. Korsika. Spielen. Drei, sechs Schiffe. Oh. Ein Klick zu viel. Ah, ist egal. Eins, zwei, drei. Dich nehmen wir auch mit. Da waren es noch zwei. Einmal die Rogers mit voller Besatzung. Und die Jumper. Ich hoffe, das wird was. Wir kriegen das Geld sonst nie wieder rein. Start. Captain, unsere Einheiten haben ihre Stellung eingenommen und erwarten ihre Befehle. Die Franzosen haben alle verfügbaren Männer und Artilleriegeschütze hergebracht, um diesen Hügelkamm zu befestigen. Ebenso wie dieses Fort und seine Umgebung. Wir müssen mindestens eine dieser Stellungen einnehmen und einen klaren Weg nach Bastia eröffnen. Dann können wir uns neu gruppieren und den finalen Angriff auf die ungeschützte Stadt eröffnen. Alles klar, wir haben eine ziemlich große Streitmacht am Start, mit der wir hier erstmal wieder ein bisschen was zusammenziehen können. Ihr geht zusammen. Ihr geht zusammen. Ihr drei geht zusammen. Und auch zweimal Marines gehen auch zusammen. Hier habe ich noch was übersehen. Geht mit denen noch zusammen. Das findet sich gerade schon. 144. Was findet sich hier noch so alles Schönes? Mach die mal lieber so. Und dann... Wenn da oben was ist, wird da wohl auch Artillerie sein. Dann bestimmt auch hier. Das heißt, wir schicken unsere Infanterie hier hinten lang. Und unsere Artillerie wird hier irgendwo Stellung beziehen. Oder sagen wir hier so Stellung beziehen, damit wir von dort mit der Artillerie hier oben hinschießen können und hier oben angreifen können. Das klingt doch nach einem Plan. Und dann wandert ihr mal hier rüber. Ihr wandert hier rüber. Zusammen mit den zwei. Die brauchen eh ein bisschen länger. Und dann steuern wir mal unsere Infanterie an Ort und Stelle. Und zwar den ganzen geballten Haufen, so wie er ist, bewegt ihr euch hier runter. Alles wird über oder hinter dem Hügelkamm geschert. Damit wir hier gar keine Angriffsfläche für irgendwelche Artillerie bilden. Wenn wir uns jetzt mal so diese Werte von unseren Einheiten anschauen, im Vergleich zu den ersten Folgen, wie da die Werte aussahen, das ist gar kein Vergleich mehr. Das ist ein Armutszeugnis für die damalige britische Armee, bevor wir gekommen sind. Schön dieser British Grenadiers Marsch in normaler Geschwindigkeit weitergespielt wird.
trotz dessen, dass wir hier gerade sehr stark beschleunigt haben. Mich soll es nicht stören. So, so langsam sammelt sich hier alles. Ihr seid die Einzigen, die so ein bisschen komisch rumlauft. Macht mal hier unten lang. Jetzt sollten wir hier unsere Artillerie befestigen. Und dann müssen wir mal überlegen, ob es nicht vielleicht sinnvoll wäre, ein paar Skirmisher voranzuschicken, die erstmal ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten. Aber wen? Wer muss Männer opfern? Die Grenadiere bitte nicht, wenn ich füsiliere. Und zwar die hier. Einmal ihr und einmal ihr. Ich würde die ganz gerne nochmal anwählen. So und so. Die macht ich bitte beide mal hier rüber. Und dieses Wäldchen und klärt auf. Klärt uns auf über das, was vor uns liegt. Ihr nehmt hier Haltestellung an. Dann sehen wir, dass wir das ja schon mal gut einschießen können. Bis hier oben hin. Das ist unsere Reichweite. Die Schiffsdivisionen laufen voran. Das sollen sie bitte nicht machen. Die ganze Armee wartet hier hinter und guckt, was passiert. Was so aufgedeckt wird. Und da wird bestimmt irgendwas aufgedeckt. Und dann ist auch die Frage, mit was könnten wir eher dann losschlagen? Ich wäre am ehesten natürlich für die einfache Linieninfanterie. Ach, die Grenadiere. Und hier wird nichts aufgedeckt, erstaunlicherweise. Das glaube ich euch nicht. Ich werde, sobald ich euch hier aus der Deckung herausziehe, werdet ihr zum einen abgeballert, zum anderen sehen wir was. Probieren wir es mal aus. Was treten ihr jetzt die Kanone um, hä? Alles klar, ihr folgt. Die Luft scheint bis dahin rein zu sein. Ah, haha, von da oben ballert's runter. Aus irgendeinem Grund können die uns da sehen. Geht immer hier runter. Tada! Tada! Das sind zwar bloß Skirmisher, aber lieber schießen wir Skirmisher ab als keine Skirmisher. Da werden sie leider auch schon beschossen. Unsere guten Jungs. Da haben wir schon wieder kein Sichtfeld mehr. Und da ist es wieder. Geh mal mit dahin. Manchmal, wenn ich das so sehe, wenn ich überlege, was jetzt gerade in solchen Situationen hier so ein Aufklärungstrupp alles nutzt, frage ich mich dann doch manchmal, ob es vielleicht doch nicht so blöd wäre, mal sich hier die Jäger freizuschalten. Ich glaube, wir haben im Kopf gesehen, was wir alles sehen wollten. Hier gibt es drei Skirmisher-Trupps, dazu hier ein bisschen Infanterie obendrauf und hier eine Kanone. Mit diesem Wissen könnten wir uns doch eigentlich hier obendrauf nehmen und angreifen. Und zwar zuerst mit der Infanterie. Also mit der Standardinfanterie. Sie haben das, die Ehre des ersten Angriffes. Gefolgt von den Grenadieren. Die hier unten da erstmal noch warten. Ach, was soll ich, aber doch. Gefolgt von unseren Schiffsleuten. Ich würde euch gerne alle auswählen. Warum darf ich das nicht? Dann halt so. Ihr beide löst euch wieder auf. Sobald die da weg sind. Wenn sie mal wieder weg sind. Jetzt hauen sie wieder ab. Auflösen. Auflösen.
Da laufen sie voran, die todesmutigen Füsiliere. Dem Feindesfeuer entgegen. Ein Logistiktrupp bleibt bei denen, ein anderer macht davor. Den Logistiktrupp können wir auch dann wunderbar immer wieder mal einsetzen, um die Kanonen zu verteidigen. Notfalls. Alles klar, da haben wir gerade schon mal einen Infanterietrupp gesehen, der sich direkt wieder zurückgezogen hat. Das finde ich nur vernünftig. Und auch den Trupp haben wir zerstört und da sehen wir ja was. Form Line, genau. Da sehen wir schon, wie er von der Seite beschossen wird. Ne? Und das will ich gar nicht sehen. Wir werden deswegen alles, was wir hier an Division haben, hier rüberschieben. Dasselbe geht auch für die Grenadiere. Alles, was hier nicht gerade aktiv kämpft, muss hier auch nicht von irgendwelchen Kanonen von der Seite abgeballert werden. Die wir nicht mal sehen können, weil sie irgendwo hier drüben auf dem Hügel draufstehen. Meine liebe Artillerie, auf was wollt ihr mal schießen? Ihr schießt, aber ihr trefft nicht. Ja, ein bisschen. Polter die Polter. Jetzt beginnt das Ganze. Rauf hier. Ihr bleibt hier stehen. Die Grenadiere kommen hier mit hin. Ihr bleibt hier stehen. Ihr bleibt hier stehen. Die Schiffsinfanterie macht sich hier bereit. Ich weiß gar nicht, was er machen soll von der Stelle. Dann läuft er mal noch ein bisschen höher. Artillerie macht genau das, was wir ungefähr wollten. Wie läuft das hier eigentlich? 51 Kills, 48 Kills? Das ist, naja. Ich hoffe mal, ihr werdet besser. Ich bin selber schuld, wenn ich keine besseren Soldaten einstelle. In beiden Fällen sind es ja nicht allzu gute Offiziere gewesen, die ich dafür ausgewählt habe. Selbst schuld also. Ein kleiner Trupp Skirmisher runtergelaufen. Der sich hoffentlich gleich einen Wohlgefallen auflöst. Jawohl. Ihr wird aus irgendeinem Grund abhauen. Das sehe ich aber gar nicht ein. Ihr stimmt mal an. Ihr werdet hier von Grenadieren ersetzt. Ah, was haben wir denn da alles? Warten. Jungs, warum wollt ihr denn abhauen? Ihr habt es doch gerade erstmal auf die Hügelkette geschafft, seit 240 Mann und wollt abhauen? Was ist euer Problem? Es ist gut, dass wir hier auf Grenadiere gesetzt haben, die ein bisschen mehr Moral haben. Noch ein bisschen mehr aushalten. Dass diese nutzlosen Füsiliere. Jetzt mal ein bisschen voran. Deckung jetzt bald vollständig zerstört. ...65 Mann gegen 286. Mal gucken, wie sie entscheiden. Ja, der refüsiliert ja aus irgendeinem Grund nicht ab. Ihr werdet hier beschossen, dann zieht man hier rüber. Hab ich keine Lust drauf. Ja,
Grenadiere machen weiter vor. Und die Fusiliers haben sich hier hinten wieder angeschlossen. Tode. 107 innerhalb kürzester Zeit, weil ihr abgehauen seid. Kriegt aber auch kein Mitleid mit mir. Wer Mist baut, baut nur mal Mist. Ballern wir ihre Artillerie nieder. Hier wird einfach nichts gemacht. Hier wird die Flanke erweitert. Wir ziehen überall ein bisschen nach. Die 24 Mann Artillerie sagen sich, wir halten das Ding. Die eigene Artillerie beschießt hier, das könnt ihr vergessen. Zieht hier hoch. So. Hierhin, 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 hierhin. Machen wir lieber alles Hände schon einzeln, statt hier Großverbände zu ziehen. Fusiliere behalten langsam wieder, regenerieren so langsam ihre Moral wieder. Die Artillerie hat auch nichts mehr, auf was sie so richtig schießen kann, deswegen kommt es auch langsam mit hier hoch. Damit auch der Logistiktrupp. Fusiliere schießen ja bitte mal schön runter. Die Kanonen hängen so ein bisschen fest und laufen, ihre Räder laufen noch. Die wollen noch flüchten. Wir haben eine Artillerie. Nicht mehr lange. Moral der Fusiliere verbessert sich. Wir haben den Bergrücken gesichert. Artillerie wurde zerschmettert. Macht es denn Sinn, diese auch mal einzunehmen, ist die Frage. Das sind immer nur so ein, zwei Kanönchen. Was haben wir denn da für eines? Er ballert es nochmal. Ohne Verluste. Hallöchen. Packen hier erstmal ein bisschen was hoch. Hier kommt schon unsere Kanonen. Die gehen hier oben hin. Der andere Trupp geht hier hin. Division zieht sich hier rüber. Na, bleibt eigentlich als Reserve hinten stehen. Wir haben schon wieder von irgendwelchen Artilleristen beschossen. Das heißt, wir müssen hier den Platz eh bald räumen. Das bereiten wir schon mal vor, indem wir uns hier hoch bewegen. Was haben wir denn da? Jungs, bewegt euch ordentlich. Kann wie es die auch schaffen, da so in der Quere zu stehen. Das war, die Salve war sehr erzwungen aus. Haltet mal die Stellung. Ich sehe schon, dass ihr euch die ganze Zeit ganz blöd bewegt. Ihr haltet jetzt die Stellung. Heute aber nicht, ne? Ich kann euch auch nicht einfach anhalten. Jetzt. So. Da kommt ja einiges auf uns zu. Ihr haltet auch dort die Stellung, bitte. Fusiliere kommen jetzt hier als Verstärkung dazu. Die Schiffsdivision stellt sich da dahinter auf. Ihr macht einen Meter runter. Die Kanonen schießen auf das da. Die Grenadiere machen den Schritt hier runter. Wisst ihr was? Die Grenadiere nehmen mal kurz die Kanone hier und schießen da runter. Das können wir bald wieder rückgängig machen. Ihr geht hier mit hin. Der Logistiktrupp bleibt da. Fusiliere gehen so ein bisschen mittig. Überall einsetzbar. Ihr macht hier mit hoch. Und wir haben irgendwas erreicht. Captain, die französischen Linien sind in Auflösung begriffen. Und sie ziehen sich zur Stadt zurück. Wir müssen diesen ersten Sieg ausnutzen und sie verfolgen, bevor sie neue Verteidigungslinien organisieren können. Ballern wir auf jeden Fall noch was mit den Kanonen weg. Die Schiffsbesatzung macht hier einen Satz nach unten nochmal. Ich will diese beiden Chasseureinheiten hier weg haben.
so richtig weg wollen sie nicht. Wenn wir hier runterlaufen, werden wir von da beschossen. Jetzt müssen wir erst hier rüber. Wollen wir euch nochmal schick aufstellen? Stellt euch nochmal schick auf. Was hat es hier mit den Toten auf sich? Ah, da ist der Rest von der Truppe. Schaut mal hier runter. Und ihr macht das bitte nicht. Ich sehe schon, was ihr vorhabt. Ihr wollt hier runterschießen. Ihr macht das nicht. Die Schiffsdivision. Verfolgt die mal. Sonst werden wir uns Ewigkeiten auf die Nerven gehen. Apropos auf die Nerven gehen. Wir nehmen mal alles, was wir hier haben. Und ziehen das mit hier hoch. Weil ich hier auch wieder keine Lust habe, dass hier irgendwas von irgendwelchen Kanonen hier drüben abgeballert wird. Abgesehen von einer Schiffsdivision wieder. Ihr bleibt hier stehen, in diesem Waldstück. So nach unserer. Und sorgt dafür, dass das da nicht nachkommt. Dieser Dreck. Die Kanone kann auch mal kurz hier noch bleiben. Vielleicht reicht das schon, dass ich es immer wieder mal versuche. Ja, ich möchte euch hier aufstellen. Steht vollkommen falsch rum. Aber das stört euch anscheinend nicht. Warum auch? Ist ja Quatsch. Warum sich von so Kleinigkeiten wie falsche Richtung stören lassen, wenn ihr doch hier rüberschießen sollt? Ihr habt es gefunden, worauf ich euch abgesetzt habe? Guck, ob ihr rechtzeitig mal zurückschießen könnt. Wollt ihr oder könnt ihr nicht oder... Doch, jetzt wollt ihr. Ja, ihr bleibt einfach mal dort unten stehen. Oder nee, eigentlich noch besser hier oben. Artillerie schießt doch auf alles, was irgendwie zu uns gehört. Also unsere Artillerie schießt auf alles, was uns gehört. Kassiert mir eigentlich auch zu viel. 20 Mann. Ahahaha. Geht mal einen Schritt weiter vor. Ich habe das Gefühl, ich habe entweder hier ganz blöde Befehle gegeben oder die machen schon wieder Mist. Die Artillerie schießt jetzt bitte hier drüben hin. Ihr steht da total blöd in der Artillerie drin. Ihr macht euch mit hier runter. Ihr macht euch hier runter. Die Grenadiers haben alles richtig gemacht. Die Division macht sich hierher. Und hier haben wir noch ganz viel Reserve. Was machen wir mit euch? Wir stellen euch hier hin. Ihr zieht euch auch ganz komisch hin. Und schießt mal bitte lieber hier diesen Hügel runter. Der Logistiktrupp macht hier mit hin. Der macht hier oben mit hin. Ja gut, das habe ich vorhin selber verkackt, ne? Die wissen auch nicht so richtig, was sie machen sollen und werden uns immer wieder in den Rücken fallen. Worauf wir auch ständig aufpassen müssen. Wie Schießhunde. Hier gibt es ja auch noch diesen kleinen Nerventrupp. Wir werden das hier mal hier hinten befestigen. Und da haben wir einfach einen besseren Überblick. Aber na gut, wir stehen auch hier oben drauf und haben keinen Überblick. Doch, die Artillerie zieht sich endgültig zurück. Diese nervigen Chasseure hier unten. Mal den Weg bis zum Wasser dicht. Da sind sie ja wieder. Und schießen auf diese kleinen, armen, hilflosen Truppen mit Kanonen.
Sie werden nicht müde, uns immer wieder in den Rücken zu fallen und sie werden nicht müde, Mist zu bauen. Dreht euch doch mit den Kanonen um und schießt hier rein. Was ist denn das Problem bei euch? Französisch und zerschmettert mit zwei unten. So ein Chasseur-Trupp. Wird ja gern weiterlaufen, aber ständig fällt uns halt irgendwas in den Rücken und das will ich einfach nicht zulassen. Ja, da kommen sie schon wieder. Da kommen die Nervensägen schon wieder. Ihr richtet euch so aus, ihr richtet euch so aus, ihr kommt hier mit hoch. Mit dem Rest von Schützenfest. Und wir eine Gruppe Skirmishers. Schafft ihr es zufälligerweise auf die zu ballern? Das, wenn er es schafft, wollt das anscheinend nicht. Ich hoffe, wir lösen die hier auf. Gott sei Dank, wir haben sie wieder. Grenadiere lösen werden auch bei Gelegenheit wieder von den Kanonen. Probieren es auch immer wieder. Komm hier an. So, die haben wir endlich mal zerschmettert. Bitte die hier noch. Das nächste Mal, wenn wir irgendwas erforschen, erforschen wir mal so ein... die Jäger. Schauen, was die so ausrichten können. Ich habe echt keine Lust auf diese ganzen ständigen kleinen Trupps. Lieber mal eine Jägereinheit, die vielleicht immer wieder mal eingesetzt werden kann, um genau sowas hier zu verhindern oder sowas zu verfolgen. Hier können wir uns mal die Gefallenen anschauen. Es wird ja doch einiges zurückgelassen hier auf dem Feld der Ehre. Oder auf den Ehren der späteren Felder. Ne, die sind hier unten. Das sind noch 25. Die hängen anscheinend auch in so einer Art Subroutine fest. Wir beschleunigen das Ganze mal. Bis es die beiden mal aufgelöst hat. So, die hat's aufgelöst. Wurde mal Zeit. Wie schaut's hier aus? Macht mal einen Schritt nach vorne. So. Wurde auch mal Zeit. Strukturierung. Wir müssen hier drüben hin und wollen dann hier rüber. So viel dazu. Dafür lösen wir erstmal jetzt diesen kleinen Artillerietrupp hier auf. Ihr macht euch bei nächster Gelegenheit zurück zu euren Leuten. Das kann ich aber jetzt noch nicht machen. Gut, dann schnappen wir uns alles andere an Füsilieren. Und schicken die hier rüber. Zweite Linie. Wie gehabt. Grenadiere. Dritte Linie. Wie gehabt. Unsere Schiffsbesatzungsleute. Und ganz zum Schluss. Oben auf. Die Artillerie. Auf dem Hügel. Außerdem die Versorgungstrupps. Irgendwo dazwischen. Dann hoffe ich mal, dass sich ja alles vom Fleck bewegt.
Und dann sehen wir uns wieder, wenn sich hier alles so ein bisschen formiert hat. So langsam hat sich hier alles gesammelt. Und ich würde sagen, wir versammeln unsere Infanterie hier unten in diesem kleinen Tal oder vor dieser Anhöhung, damit die einfach geschützt ist vor alles Mögliche, was Kanone ist. Und dann ist die Frage. Die Stadt ist hier leicht erhöht und hier ist ganz viel Feld. Wäre es vielleicht sinnvoll, hier die Kanonen aufzustellen, damit die Stadt zu beschießen? Oder kämpfen wir uns hier oben lang und stellen die Kanonen irgendwo hier oben hin? Dann können wir damit in die ganze Stadt reinballern. Ich glaube, das ist auch keine so schlechte Idee. Wisst ihr was? Das probieren wir mal aus. Oh, was kommt denn darüber? Was macht der denn? Der schenkt uns Geld hier. Wir hätten unsere Arti eigentlich erschießen. Ungefähr bis dahin, wo wir gerne vorrücken wollen. Aber noch nicht so richtig, ne? Wir stellen euch mal hier hin auf. Da könnt ihr direkt bis darüber schießen. So, da sind das unsere Vorräte. Auch nicht schlecht. So, aufgelöst. Trotzdem machen wir jetzt das, was wir gesagt haben. Mit der Infanterie hier hin. Wäre schön, wenn man dann mal die Einheiten noch hier so ein bisschen umsortieren könnte. Grenadiere, die schon einiges an Fehlern lassen mussten, gehen hier hin. Und die Schiffsbesatzungen allesamt, wie sie dastehen, runter ans Wasser, wo sie feuchte Füße kriegen, da fühlt sie sich doch bestimmt am wohlsten. Ja, dass wir warten können, bis der Artillerieschuss bereit ist. Naja, was soll's. Kann ich an alles denken. Ihr nervt. Ist auch schön, dass dann die Artillerie so verdammt langsam unterwegs ist, dass trotz dessen, dass sie Pferde dabei hat. Haltet da. Sieht nicht gut aus. Sind Chasseur. Warum wollt ihr eigentlich hier auf dieses Flussufer? Ich habe euch doch gesagt, ihr sollt rübergehen. Aha. Aha, was kommt denn hier alles an? Ja, ist erwartet. Haben wir aufgelöst. Meine Tiere gehen ja dahinter. Meine Tiere gehen hier hin, ihr geht dahin. Die Vision geht mal hier hin, schnappt sich die, wenn die schon da rumstehen wollen. Hier hin, hier hin, hier hin. Das Ganze entwickelt sich jetzt doch ein bisschen anders, als ich gedacht habe. Die Artillerie kann schon schießen. Zumindest die erste. Das tue ich mal ein bisschen vor. Die schießen eh hier rüber. Das müssen wir ausnutzen. Nächste Trupp vorrücken. Was haben wir zerschmettert? Die da.
Hören Sie uns? Und jetzt können wir doch bestimmt unsere Strategie wieder nachgehen, oder? Da so hin, ihr so dahin. Und ihr macht dann halt mal hier hinten lang. Grenadiere, Grenadiere, Grenadiere. Dahinter. Hab ich einen vergessen? Nein. Die Schiffsbesatzung, wie geplant, hier hinten irgendwo hin. Tada! Richtet euch mal ruhig ein bisschen aus. Bums. Hat's Bums gemacht. Zack, wieder ein paar Watts zerlegt. So wie wir da jetzt stehen, können wir auch, denke ich, die Artillerie nachziehen. Das Ganze geht auch ein bisschen schneller. Werden wir auch gerade nicht angeballert. Ach, da kommen sogar welche und versuchen hochzukommen. Wenn die Grenadiere mal ein bisschen zur Seite Ausschau halten. Der Logistiktrupp macht bitte hier mit hin. Der andere macht dahin. Und dann steht hier eine gesammelte große Streitmacht, um über den Hügel zu preschen, wenn es soweit ist. Ja, die Artillerie braucht natürlich ein bisschen, um übers Wasser zu kommen. Ja, die trauen sich nicht so richtig rüber. Fügen ihm immer so ein bisschen Kleinstverluste zu. Können sich die hier mal drüben aufstellen. Die Grenadiere kommen so ein bisschen aus ihrem Versteck. Was richtet ihr euch schon wieder? Ich gehe mit euch weiter hoch. Wenn ich euch da so hinziehe, bekommt ihr das dann hin, mit Kartätschen darüber zu ballern, ist die Frage. Schafft ihr es vielleicht, euch so ein bisschen da oben hinzustellen? Irgendwas zerschmettert? Irgendwelche Chasseure wieder? Ja, nee, warte. Bleibst da, wo du bist. Die Grenadiere hätte ich gern. Zweite Artillerie stellt sich bitte auch hier drüben hin. Alles klar. Dann nehmen wir die Füsiliere und stellen die mal hier drüben hin. Ah ja, ihr seid Grenadiere, bleibt da, wo ihr seid. Da. Hier kommt dann mal hier rüber. Was haben wir denn da Feines? Pferdchen. Ihr bleibt da stehen, ihr bleibt da stehen. Jetzt ziehen die Grenadiere nach. So, bitte alle Grenadiere. Jetzt durch mal dahin. Logistiktrupp bleibt bei den Kanonen, der zweite bleibt bei der Infanterie.
Die Schiffsdivisionen stellen sich oder bleiben noch so ein bisschen hinterm Hügel. Ich ziehe mir jetzt hier vor. Oder? Nee, bleibt so, wo ihr seid. Ja, doch. Ihr müsst eigentlich hier so hinstellen und dann könnt ihr hier schön mit runterschießen. So. Jetzt habe ich vollkommene Verwirrung bei den Schiffen gebracht. Schießt immer darauf. Ihr schießt darauf. Ihr bleibt, wo ihr seid. Die Grenadiere kommen hier nicht so richtig ums Eck. Ihr macht damit hin. Logistik-Club bleibt hier. Da versammelt sich gerade alles Infanterie, was sich im Dörfchen zu finden lassen. Und ich hoffe, ihr könnt uns schießen mal beide auf irgendwas. Dort flüchten Fusiliere, die müssen durch Schiffsdivisionen ersetzt werden. Oder durch Grenadiere, die dahin aufrücken. Artillerie schießt auf irgendwas. Und zerschießt auch irgendwas. Schiffsdivision nimmt da drüben den Platz ein. Die Fusiliers laufen darüber. Die nächste Schiffsdivision geht bitte auch mit hier hoch. Jetzt wieder irgendwas mit Eigenbedarf, Eigenbeschuss. Nahkampf mit Infanterie. Noch mehr Infanterie. Schießt so ein Bett hier. Flüchtet. Sehr schön. Und hier sieht die Linie ganz schön dünn aus, wenn er mich fragt. Fusiliere, die mal wieder geflüchtet sind, stellen sich hinten an. Das kennen wir auch mittlerweile von denen. Schiffsdivision nimmt langsam Stellung ein. Ihr wisst wieder nicht so richtig, wohin schießen wollt. Eure Kollegen schießen lieber gegen Zelte. Ich bin aber auch ganz ehrlich, ich habe die ja wahrscheinlich ziemlich durcheinander aufgestellt. Beschwert euch schon wieder bei Eigenbeschuss. Artillerie stellt sich jetzt noch ein bisschen intelligenter auf. Kanone verkantet. Ich glaube, das ist eine von hier drüben, die übrig geblieben ist. Hier füllt sich langsam die Moral wieder auf. Pferde flüchten. Und immer ruhig um die Ecke gelunzt. Fusiliere nehmen hier ihren Platz ein und füllen die Lücke, die da irgendwann wieder entstehen wird. Weil die Grenadiere wahrscheinlich nicht mehr lange aushalten. Und euch habe ich doch gerade einen Befehl gegeben, nach vorne zu gehen. Dann macht das doch auch mal. Erst nach vorne gehen, dann schießen. Wie wär's damit? Na, egal. Kommt, Jungs. Vorwärts. Das ist doch jetzt mal eine gute Stelle für eine Kanone. Ihr seht hier gar nichts. Geht mal ein bisschen vor. Jawohl. Mehr schießen. Mich habe ich auch vollkommen vernachlässigt. Ich komme mit dir rüber. Grenadiere flüchten, unsere Division ragt hier nach. Was mache ich mit euch? Warum bewegt ihr euch eigentlich die ganze Zeit so bekloppt? Chasseur, ergeben sich! Geben sich zurück! Ergibt sich einfach nochmal! Ne, jetzt flüchten sie lieber, anstatt sich nochmal zu ergeben. Jetzt ergeben sie sich wieder.
Witzig. Jungs, keiner hat hier drüben was von Nahkampf gesagt. Fusiliere gehen vor. Schiffsdivision geht hier vor. Fusiliere bleiben da, wo sie sind. Nein, die gehen hier rüber. Das setzen die anderen. Der Chasseureinheit zerschmettert. Die Artillerie macht irgendwas. Irgendwas in Unordnung, so wie ich das sehe. Nächste Chasseureinheit ergibt sich, geht hier rüber. Oh, wer wurde verwundet? Captain Edmund Grant wurde verwundet. Schade, 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 schade. Hier, rück mal vor. Ab ins Tal. Edmund Grant, der gute Edmund Grant. Was sollen nur die Kinder von Captain Grant dazu sagen? Oder was zerschmettert? Die Infanterie des Feindes zerfällt in Wohlgefallen und da drüben erscheint uns so langsam die Artillerie. Hier drüben geht uns die Munition aus. Logistiktrupp einmal hier runter und dahin. Zweiter Logistiktrupp hierhin. Die Kanone schießt ordentlich. Die Kanone schießt auch ordentlich auf irgendwas. Wie weit kann die schießen? Sie kann einmal durch die ganze Stadt ballern. Und aus der Lage sowieso. Wieder irgendwas zerschmettert, was wir nicht sehen können. Es läuft doch wie geschnitten Butter hier. Jetzt wird die Stadt hier eingekesselt. Die Artillerien stehen gut, wo sie stehen. Ihr macht es langsam. Die Grenadiere haben 202 Mann verloren, aber Whitby, Quatsch, Inglis lebt noch. Der gute Inglis lebt noch. Wir müssen auf Kampfnähe zur Artillerie kommen. Langsam und beständig vorwärts, Jungs. Schön in Formation. Da nehmen wir die Position ein. Wir nehmen die Stadt ein, unter starken Verlusten, aber ständig kontrolliert. Mit einer unerhörten Infanterieübermacht. Wir haben Gefangene gemacht. Wir haben Sachen erbeutet. Wir nehmen die Stadt ein. Ich hoffe, wir haben auch gut Musketen eingenommen. Wir folgen mit der Schiffsbesatzung hier nochmal der Artillerie. Diese Schiffsdivision macht hier noch lang. Und hier nehmen wir endgültig mit unserem eigenen Trupp. Wir stellen uns höchstpersönlich hin und stellen die britische Flagge auf. Da müssen wir natürlich auch eine Truppe mitnehmen, die eine Flagge dabei hat. Aus irgendeinem Grund dürfen wir Sailors immer keine mit sich nehmen. Noch ein Angriff. Ich nehme noch in den letzten 4 Sekunden die Kanone ein. Das wäre nur recht und billig. Jawohl. Den zerlegen wir hier noch. Den letzten flüchtenden Grenadiertrupp. Das können wir jetzt auch beschleunigen.
Und da haben wir es geschafft, meine lieben Damen und Herren. Sieg. Infanterie 214 verloren. Allerdings geht in diese Berechnung niemals die Crew mit rein, ne? Also nie so richtig zumindest. Wir hatten 116 imaginäre Kanonen mal wieder. Crew 3521 mal mitgenommen. Wir haben die Stadt eingenommen. Wir haben überall Verluste gehabt. Wir haben einen verwundeten Kapitän. Leider, leider, leider. C. Fresher wurde zum zweiten Leutnant. Percy Atkins wurde zum Second Leutnant. Und wir haben gute Güter eingenommen. Aber ordentlich hier. Das haben wir gebraucht. So was haben wir gebraucht. Und da sind wir wieder in unserem Lieblingsbildschirm. Wir hatten gut Verluste. Leider auch bei unseren eigenen Offizieren. Also von unserem Flaggschiff. Ansonsten haben wir es geschafft. Oh, das ist doch bestimmt eine neue Auszeichnung. Der Kommandostab hat mich kontaktiert und angeboten, für die Gefangenen zu zahlen. Ich nehme gerne das Geld oder wir nehmen 0 Ruf dafür. Nee, also 587 Tacken für 104 Gefangene, das sehe ich nicht ein. Und 0 Ruf dafür zu bekommen, was ist denn das für ein Blödsinn? Wir werden sie weiter festhalten. Auszeichnung. Königliches Weißes Kreuz. Das Königliche Weiße Kreuz ist eine militärische Auszeichnung, welche bestellten Offizieren des Ranges Kapitän oder niedriger verliehen wird, welche in Angesicht des Feindes außergewöhnlichen Mut und militärisches Geschick unter Beweis gestellt haben, während sie in Kriegszeiten ihren Dienst in der Armee seiner Majestät leisten. Sehr, sehr schön. Außerdem, Glückwunsch, Kapitän! Die Franzosen haben einen weiteren strategischen Standort verloren und unsere Beziehungen zu den Korsen sind besser als je zuvor. 56.300, 10 Ansehen und ein Karrierepunkt. Den verteilen wir noch, und zwar auf unsere Mannschaftsheilung. Die brauchen wir mehr denn je. Und damit würde ich sagen, war's das erstmal. Ich bedanke mich immer fürs Zuschauen. Ich freue mich über jeden Daumen nach oben, jedes weitere Abonnement und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut!